Moin, moin, ihr Lieben. Heute soll es um das Hinterfragen meines Lese- und Kaufverhaltens gehen. Die liebe Katrin vom Kanal Dragon Stories hat mich nämlich schon vor über 3 Monaten zu diesem Tag nominiert. Es ist ein Entweder-Oder-Tag. Das bedeutet, bei jeder Frage muss ich mich für eine oder für die andere Seite entscheiden. Und die liebe Katrin hat diese Fragen neu zusammengestellt. Sie kommen vielleicht hin und wieder auch noch in anderen Tags vor, diese Fragen. Manche Fragen habe ich schon mal beantwortet oder habe ich sicherlich schon mal thematisiert. Aber in dieser Zusammenstellung finde ich das auf jeden Fall spannend, wie Katrin das zusammengestellt hat. Es wird Fragen geben, wo ich ganz klar die eine oder die andere Seite wähle. Es gibt aber auch Fragen, wo ich nicht ganz klar bin, auf welche Seite ich mich stellen würde. Und so ist auch die erste. Denn die erste fragt nach langen Reihen oder Einzelbänden, ob man sich da entscheiden möchte. Ich finde einfach, dass sowohl lange Reihen als auch Einzelbände Potenzial bergen, aber auch Gefahren und eben Vorteile und auch Nachteile. Ich fange einfach mal mit langen Reihen an. Ich lese nun mal sehr viel Fantasy und besonders in der High Fantasy gibt es einfach sehr, sehr viele Reihen. Und das hat natürlich auch einen Grund. Gerade bei High Fantasy ist eine eigene Welt, die kreiert wird. Es sind viele Figuren enthalten. Es gibt vielleicht ein eigenes Magiesystem und Charaktere, die auf Quests gehen und sich weiterentwickeln. Da braucht man natürlich ein bisschen Platz. Und ich finde auch, das Weiterentwickeln, das ist auf jeden Fall ein Vorteil bei langen Reihen, weil man einfach über Jahre hinweg, über Hindernisse und Herausforderungen hinweg die Charaktere begleitet und eben zuschauen kann, wie sie sich weiterentwickeln. Das hat schon etwas, das Ganze zu beobachten zu können. Und ich finde es halt auch sehr schön, ich glaube, das hatte Katrin auch gesagt, dass die Bücher und die Bücher der Reihen einen eben sehr lange begleiten können. Wenn es eine sehr lange Reihe ist und jedes Jahr ein neues Buch erscheint aus der Reihe oder vielleicht alle 2 Jahre, dann ist das eben eine Geschichte, die einen auch im Alltag länger begleitet. Denke ich natürlich gleich wieder an Harry Potter. Harry Potter hat mich einfach durch die ganze Kindheit und Jugend begleitet, weil jedes Jahr eben ein Buch erschienen ist und man ist selbst irgendwie erwachsen geworden und die Bücher sind auch erwachsen geworden. Und dieses kongruent zusammen sich weiterentwickeln hat natürlich was, was ein Einzelband einen nicht geben kann. Dennoch birgt es schon Gefahren, denn man kann sich vielleicht in den Bänden so ein bisschen verlieren. Man kann als Schriftsteller vielleicht nicht so richtig auf den Punkt kommen, sondern ja, man weiß ja, es wird ja eh eine Reihe und eventuell verliert man dann ein bisschen den Fokus aus den Augen. Und ja, ich muss ja auch sagen, dass es im Moment auch in meinem Leseverhalten, ja, merkt man einfach, dass man sehr, sehr viele begonnene Reihen zu Hause stehen hat. Man hat den ersten Band gelesen, vielleicht noch den zweiten und dann aber nicht weitergelesen, möchte es aber noch, aber anstatt dessen fängt man wieder neue Reihen an oder man liest ein Buch und weiß gar nicht, dass es eine Reihe ist, was ich eigentlich ganz schlimm finde. Also wenn, dann sollte man dem Leser doch auch suggerieren, dass es da noch weitergeht, wenn man es denn weiß als Autor oder als Verlag. Sollte man das irgendwie auf dem Buch ersichtlich machen, damit man nicht schon wieder eine angefangene Reihe hat. Also schön es auch ist, diese Bücher der Reihe einen begleiten zu lassen, wenn man es nicht liest, dann begleitet das einen natürlich auch nicht. Und wenn es dann ja ganz, ganz lange dann ungelesen dann rumsteht, macht das dann natürlich auch nicht viel Sinn, weil du dann am liebsten wieder von vorne anfangen möchtest, weil du aus den ersten Bänden, die du gelesen hast, schon alles vergessen hast. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Da muss man sich selbst, das mache ich im Moment ja auch, doch ein bisschen reflektieren und schauen, dass man anstatt eine neue Reihe beginnt, erstmal die alte abschließt oder halt abbricht und sagt, okay, das werde ich nicht weiterlesen, muss ich nicht. Ja, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, mittendrin aufzuhören. Ich habe das dann schon ganz gerne komplett und möchte dann einen Haken dran machen.
Ja, also das zu rein. Bei Einzelbänden wiederum ist es schon, glaube ich, gar nicht so einfach für Autoren und Autorinnen, dass man wirklich alles hineinpackt, dass es für sich rund ist. Du hast dann nicht die Ausflüchte, okay, das kann ich dann ja noch in Band 2 irgendwie einbauen oder ich mache das über mehrere Bücher hinweg und dann passt das irgendwie schon. Nein, das muss alles in einem Buch rund sein und ich glaube, dass es schon eine Herausforderung ist und dass das in dieser aus dieser Perspektive heraus sogar auch schwieriger ist, ein Einzelband zu schreiben als eine Reihe. Mag auch andere Punkte geben, die das widerlegen würden, aber in dieser Hinsicht finde ich schon, dass man eben auf einer gewissen Anzahl von Seiten alles hineinpacken muss, was zu dieser Geschichte eben zu erzählen ist. Ich ja, finde in dieser Hinsicht eben auch Einzelbände ganz toll und ich kann mich gar nicht so entscheiden, jetzt ehrlich gesagt, weil ich eben im Moment auch die Herausforderung habe mit Challenges und einfach um mich selbst ein bisschen zu reflektieren, würde ich jetzt einfach mal Einzelband sagen, weil ich es doch tatsächlich immer ein bisschen nervig finde, im Nachhinein zu erfahren, ach, es ist mal wieder eine Reihe, ach, guck, da kommt jetzt auch noch ein zweiter Band. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ein Buch mal für sich stehen kann und nicht nur, weil es jetzt erfolgreich war, irgendwie noch ein zweiter Band ja, geschoben wird. Wenn es vorher geplant ist, ist es eine Reihe, ist es nochmal was anderes. Aber so habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass egal welches Buch gerade erfolgreich wird, da kommt dann irgendwie noch ein zweiter Band hinterher und das nervt mich. Also das heißt, im Moment finde ich Einzelbände erfrischender, weil es einfach zu viele Reihen gibt. Mittlerweile ja auch bei Thriller, bei Krimis, bei Roman und bei Fantasy sowieso. Und bei Fantasy ist es doch sehr, sehr selten, dass da mal Einzelbände sind. Aber wenn und wenn die gelungen sind, dann sind das ja meistens echt Meisterwerke oder echt tolle, tolle Bücher, die sehr erfrischend sind. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier tatsächlich für Einzelbände. Die zweite Frage fragt nach High Fantasy oder Urban Fantasy. High Fantasy bedeutet ja, dass man sich in einer eigens erschaffenen Welt für diese Geschichte befindet und da ja eventuell Religionen, Kulturen, eigenes Magiesystem vom Autor erschaffen wird. Und Urban Fantasy spielt in unserer Welt, meistens auch in unserer Zeit. Und dort werden dann halt fantastische Elemente mit eingewoben. Also, ich würde schon sagen, dass ich lieber High Fantasy lese. Die Urban Fantasy, die im Moment so auf dem Markt ist, ist meistens auch so verbunden mit viel Action. Das ist nicht so meins. Deswegen fliegt die Urban Fantasy meistens da auch raus. Aber es gibt natürlich auch Urban Fantasy, die mir sehr gut gefällt, die auch was Besonderes hat und ja, die eben nicht so viel mit Action und so. Die ist halt auch meistens ein bisschen moderner als die klassische High Fantasy, die meistens in mittelalterlichen Welten spielt. Und das liegt mir einfach eher. Aber es gibt sowohl als auch in beiden Subgenres Highlights und auch Lowlights. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, weil ich eben auch Magiesysteme und so weiter einfach sehr, sehr mag, würde ich mich für die High Fantasy entscheiden. Drittens, morgens, mittags oder abends lesen. Also ich würde hier sagen, dass ich am ehesten abends lese. Mittags meistens nicht, weil man dann ja tatsächlich arbeitet. Es gibt natürlich auch die Mittagspause, aber die wäre bei mir viel zu kurz, als dass ich da zum Buch greifen würde. Ich hatte ja, bevor ich umgezogen bin, ja tatsächlich auch eine richtige Leseroutine, wo ich mir morgens den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt habe und mir danach noch mal eine halbe Stunde später den Wecker gestellt habe und in dieser halben Stunde dann eben gelesen habe. Und das hat wirklich gut funktioniert, dass ich morgens gelesen habe, aber auch abends.
Aber gemütlicher und schöner finde ich es tatsächlich abends zu lesen, wenn es dunkel ist, wenn man sich einkuscheln kann, wenn man sich ein paar Kerzen zur Atmosphäre irgendwie anmachen kann. Schwierig wird es nur, wenn man vorher irgendwelche Filme oder Serien guckt und dort versackt und müde wird und dann nicht mehr zum Buch greift. Das habe ich leider sehr, sehr oft, dass ich dann zu müde bin, als dass ich dann irgendwie noch zum Buch greifen könnte. Am Wochenende geht es natürlich auch mittags. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es abends, alleine einfach von der Stimmung her. Viertens, mehrere Stunden am Stück oder immer zwischendurch lesen. Da würde ich eher für zwischendurch plädieren. Ich bin so ein Kapitelleser, also ich würde halt mich hinsetzen und dann Kapitel lesen und wenn das Kapitel zu Ende ist, dann mache ich irgendwie noch mal was anderes, mache mir einen Tee oder guck noch mal ein YouTube-Video und danach lese ich dann noch mal ein Kapitel. Ist natürlich was anderes, wenn du wirklich ein Buch hast, wo du gerade so richtig gefesselt bist, mega spannend ist oder du das einfach gerade wegsuchtest, dann gibt es natürlich auch so Phasen, wo man sagt, okay, ein Kapitel geht noch. Eins noch. Und da achtet man dann gar nicht drauf, wie die Stunden dann vergehen. Ist bei mir tatsächlich aber eher selten der Fall. Also eigentlich bin ich immer so der gestückelte Leser, der dann immer ein oder zwei Kapitel liest und dann erstmal eine Pause macht, irgendwas anderes macht. Kann sein, dass die Pausen dazwischen dann relativ kurz sind, also dass ich mir schon vornehme, abends längere Zeit zu lesen, vielleicht ein, zwei Stunden, aber dass man zwischendurch immer wieder ein YouTube-Video reinschiebt oder sich zwischendurch mal was zu essen macht oder so. Also doch, also richtig mehrere Stunden hintereinander habe ich wirklich lange nicht mehr gelesen. Fünftens kann ich auch ganz schnell beantworten. Da wird nämlich gefragt, ob man lieber drin oder draußen liest. Für mich ganz klar drin. Ich bin sehr gerne zu Hause beim Lesen. Man hat hier einfach seine gewohnte Umgebung, keine Ablenkung. Es ist bequem, es ist warm. Draußen, ich bin eh nicht so der Sommermensch. Das heißt, wenn man draußen lesen kann, wenn es warm genug dafür ist, ist mir meistens dann irgendwie wieder zu warm. Ich mag nicht in der Sonne lesen. Das ist mir dann zu grell. Und ja, dann würde ich mich auch eher nach drinnen wieder verziehen, in den Schatten und da, wo ich keine direkte Sonneneinstrahlung habe. Ja, wenn man unterwegs ist und ein Buch dabei hat, irgendwo warten muss, klar. Dann kann man auch draußen mal lesen, aber ich lasse mich viel zu schnell ablenken und jetzt wird hier gebohrt. Wunderbar. Passt ja richtig gut. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu doll. Also draußen würde ich mich von anderen Dingen irgendwie ablenken lassen und finde es auch schöner, wenn ich draußen bin, dass ich dann auch die Natur genieße oder meine Umgebung. Außer, wie gesagt, ich muss irgendwo warten und habe jetzt ein Buch dabei. Und überbrücke damit dann die Zeit. Aber das kommt seltener vor, als dass ich mir wirklich zu Hause die Zeit nehme und mich richtig bewusst hinsetze und lese. Sechstens, an Büchern schnuppern oder nicht? Ja klar, das gehört für mich irgendwie zum Leseerlebnis mit dazu, besonders wenn man ein neues Buch beginnt, den Umschlag abmacht, vielleicht die Folie aufmacht. Und erstmal ein bisschen rumgeblättert wird und dann ja, stecke ich auch meine Nase mal rein. Und meistens riecht das auch wirklich gut nach Papier und nach Tinte. Ganz wenige Bücher, vielleicht liegt es an der Tinte, riechen dann vielleicht nicht so gut. Oder halt so ganz alte, gebrauchte Bücher aus anderen Haushalten. Ist vielleicht auch nicht so der Lieblingsgeruch von mir, aber gerade neue Bücher, finde ich, haben gewissen Geruch, den man einfach mit dem Lesen und mit diesem tollen Hobby verbindet und deswegen auch einfach gute Gefühle auslöst, wenn man es riecht. Bei der siebten Frage geht es um den Sub, um den Stapel ungelesener Bücher. Das ist ja so ein Thema, was wirklich immer sehr kontrovers auf BookTube auf und ab geht und tatsächlich auch viel besprochen ist. Und es gibt dort auch sehr, sehr viele Meinungen. Und eben auch zwei Lager, ob man eben einen sehr hohen Sub, also sehr, sehr viele ungelesene Bücher hat und damit gut klarkommt, oder eher der Fraktion angehört, dass man weniger ist mehr, dass man Bücher kauft, sie dann liest und dann wieder erst Bücher kauft. Ich habe recht viele ungelesene Bücher.
Ich glaube, so zwischen, also so zwischen 40, 45 im Moment, kann ich mir vorstellen. Ich habe sie gerade nicht gezählt. Kann auch 38 sein, also irgendwie um diesen Dreh, sind für mich immer noch zu viele, weil ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die sagen, ich möchte eigentlich einen geringeren Sub haben, geringere ungelesene Bücher, weil ich das schöner finde, Bücher zu kaufen und sie dann auch direkt zu lesen, diese Vorfreude auf die Bücher gleich zu nutzen und gleich in sie hinein zu sinken, anstatt sie hier so ein bisschen, ja, zu vernachlässigen. Und vielleicht sogar die Lust daran zu verlieren, was ich denn tatsächlich schade finde. Und naja, wenn man mal so ganz ehrlich ist und über 100, sogar noch höher, ungelesene Bücher zu Hause hat, dann ist das, wird's auch irgendwann unrealistisch, dass man sie irgendwann alle liest. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich sage dem Sub immer wieder den Kampf an, dass der verringert wird. Und es hat bisher auch ganz gut geklappt. Jetzt in letzter Zeit lese ich relativ wenig, das heißt, ich kann den Sub nicht verringern, aber ich kaufe auch im Moment nicht viel, beziehungsweise es ziehen nicht so viele Bücher ein, bis auf Geschenke oder Rezensionsexemplare, die mir mal zugeschickt werden, oder halt so Schmuckausgaben, die ich von Lieblingsbüchern bekomme, nicht bekomme, sondern mir zulege. Ja, das ist tatsächlich immer mal wieder der Fall. Und man wird natürlich, wenn man in dieser, wenn man viel YouTube schaut, wenn man in der Branche arbeitet und einfach selbst interessiert ist an Neuheiten, dann ja, wird man natürlich auch immer wieder, ja, immer wieder tatsächlich in, irgendwie in Versuchung geführt, mehr Bücher irgendwie, Lust auf neue Bücher zu haben. Aber insgesamt finde ich es schöner, einen geringeren Sub zu haben und dann lieber mich drauf zu freuen, ein neues Buch zu kaufen und es direkt zu lesen. Aber es ist ein Kampf und es ist natürlich trotzdem schön, auch eine kleine Auswahl zu Hause zu haben, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt überhaupt keine Lust auf einen Thriller, habe ich jetzt gerade angefangen, aber ich habe hier zum Glück ja auch noch ein Kinderbuch hier liegen oder eine Liebesgeschichte oder ein Fantasy-Roman. Das ist natürlich schön, ein bisschen Auswahl zu haben. Also so ganz auf null möchte ich, glaube ich, auch gar nicht kommen und ist auch unrealistisch, dass ich das in den nächsten Jahren schaffen werde. Bei achtens muss man sich zwischen Bad Boy oder Bad Girl entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so auf die Liebesgeschichte abzielt. Ich lese ja sehr, sehr wenig Liebesgeschichten. Also Bad Boy brauche ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich denn eine Liebesgeschichte lese, muss es kein Bad Boy sein. Das, ich weiß nicht, ist irgendwie so ein Strickmuster, was mir eher so ein bisschen, ja, die Augen verdrehen lässt. Aber dass es jetzt unbedingt besser ist, vielleicht einfach, weil es erfrischend ist, weil es nicht so oft vorkommt, würde ich dann eher Bad Girl sagen. Und wenn man es jetzt nicht auf Liebesgeschichte münzt, finde ich es natürlich cool, wenn es irgendwie so eine ja, Badass-Protagonistin ist, wie zum Beispiel Mia aus Nevernight oder so, die ja, schon so ein bisschen Draufgänger sind. Also gefällt mir schon ganz gut, sobald oder sofern wirklich auch so ein bisschen Tiefe reingebracht wird, dass sie eben auch Schwächen haben. Ich würde mich jetzt hier einfach mal für Bad Girl entscheiden, weil es eher seltener vorkommt, obwohl in letzter Zeit ja so diese Badass-Charaktere natürlich auch immer wieder ihren Auftritt haben, wahrscheinlich genau deswegen. Aber ja, ich finde eine gute Mischung ganz gut, wenn ich das jetzt ja auf die Zukunft mal gerichtet überlege, würde ich sagen, immer eine gute Mischung. Neuntens, lange ausführliche Videos oder kurze und knappe Videos schauen. Es geht jetzt nicht ums Drehen, sondern ums Schauen. Ich gucke ja selbst gerne YouTube. Ich denke mal, es geht jetzt um BookTube, insbesondere einfach um Büchervideos. Auch da kommt es so ein bisschen drauf an. Zwischendurch hat man gar nicht so viel Zeit, möchte mal zwischenschieben ein kleines Video. Da sind kurze, knappe Videos
auch ganz toll. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann mag ich schon ganz gerne lange Videos. Kommt natürlich auch darauf an, wie die gestaltet sind. Ich möchte natürlich, dass es einen Mehrwert hat, diese Videos zu schauen, dass ich davon irgendwas habe, ob ich da irgendwie Freude dran habe, weil es lustig ist, weil es unterhaltsam ist oder weil mich das Thema interessiert. Und da gehen natürlich lange Videos meistens oder oft mehr ins Detail und in die Tiefe, gerade auch bei Buchrezensionen oder Lesemonaten. Da möchte ich natürlich auch ein bisschen mehr über die Bücher erfahren als kurz, knapp der Inhalt und ja, hat mir gut gefallen oder hat mir nicht gut gefallen. Aber auch da kriegen manche Booktuber das natürlich sehr gut hin, kurz und knapp das zu gut rüberzubringen. Und andere brauchen eben ein bisschen länger. Also geschwafelt soll ja auch nicht werden. Ja, ist einfach Geschmackssache. Also wenn ich mich aber entscheiden müsste, weil ich selbst ja auch so ein bisschen ja, eher längere Videos produziere, würde ich mich für längere Videos entscheiden, weil ja, ich einfach Booktubern, denen ich folge, sehr, sehr gerne lausche und auch ja, tiefgründigere und mehr ins Detail gehende Videos einfach sehr, sehr gerne mag. Zehntens, Coverkäufer oder nur der Inhalt zählt. Auch hier finde ich eine Mischung aus beiden. Natürlich ist der Inhalt, also wenn man jetzt wirklich, wenn die Frage hier wäre, Cover oder Inhalt, ganz klar der Inhalt. Es geht natürlich um den Inhalt. Aber am schönsten ist es, wenn beides zusammenkommt. Wenn der Inhalt großartig ist, eine ganz, ganz tolle Geschichte, man dort erfährt, aber gleichzeitig auch sich sehr viel Mühe gegeben wurde, diese Geschichte in ein tolles, passendes Gewand zu stecken. Ich hatte das schon mal gesagt in meinem Neuzugänge-Video, dass ich einfach ein sehr bibliophiler Mensch bin und ich streichle Bücher gerne, ich rieche Bücher gerne, ich gucke sie aber auch sehr, sehr gerne an. Und da ist es toll, wenn das passend zum Inhalt ein, ja, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Gewand gestrickt wird mit sehr viel Liebe zum Detail. Ich finde, das ist auch Kunst und ist nicht nur oberflächlich, besonders eben, wenn beides so gut verschränkt wird, zueinander kommt. Deswegen kaufe ich mir einfach von Lieblingsbüchern auch extrem gerne Schmuckausgaben, weil dann einfach beides zusammenkommt. Coverkäufer bin ich jetzt, glaube ich, aber nicht. Also es ist immer der erste, ja, das, was einem eben auffällt, wenn man durch Prospekte schaut, wenn man im Internet recherchiert oder wenn man eben in der Buchhandlung ist, ist es nun mal das erste, was man sieht, ist das Cover. Und das muss einen natürlich so ansprechen, dass man das Buch in die Hand nimmt. Weil wenn man jetzt nicht irgendwie Rezensionen schaut oder so, dann ist es nun mal das Erste, was einem ins Auge springen muss. Und auch so sehr, dass man es in die Hand nimmt und dann den Klappentext liest. Aber nur wegen eines Covers, weil das Cover so schön ist, würde ich ein Buch nicht kaufen. Manchmal habe ich so, wenn ich ein Buch sehe und denke, wow, ist das schön, bitte sei interessant. Diese Gedanken habe ich tatsächlich manchmal, wenn ich sehe, wow, sieht das toll aus. Hoffentlich ist die Story dahinter dann genauso interessant. Aber manchmal ist es tatsächlich dann auch so da, wo ich mir denke, okay, nee, das spricht mich leider überhaupt nicht an, auch wenn das Cover wunderschön ist. Und andersrum ist es tatsächlich aber auch ein bisschen schwieriger. Also wenn das Cover hässlich ist, dann greife ich da, würde ich da sicherlich nicht zugreifen. Und wenn ich da hinten drauf lese, dass es mich interessiert, selbst dann hat man vielleicht so einen inneren Unwillen, weil das Cover ist ja nicht einfach nur da, um schön zu sein, sondern auch um den Leser Hinweise zu geben. Was in dieser Geschichte stecken könnte. Also einfach schon so ein kleines, ja, so ein kleiner Hinweis darauf, ob es einem gefallen könnte oder nicht. Manchmal passt das überhaupt nicht zusammen, Cover und Inhalt. Das ist natürlich dann ein schlechter Hinweis für den Leser. Aber mittlerweile hat man eben auch, wenn man viel liest, ja, sieht man halt einfach auch da schon irgendwie so ein Strickmuster von den Verlagen, die einen dann immer wieder zeigen, okay, wenn dir das gefallen hat, dann vielleicht auch jenes. Das ist auf jeden Fall ja ein Grund, warum viele Cover einfach ähnlich aussehen, was einerseits schade ist,
weil natürlich viel schöner ist, wenn man eine Vielfalt von Covergestaltung hat. Aber andererseits eben auch gut, weil man dann schon von vornherein gezeigt bekommt, was in die gleiche oder ja in die gleiche Sparte geht. Andererseits entgehen einem dann dadurch auch einige Bücher, die man gar nicht erst anfasst, weil man denkt, okay, das sieht so aus wie dieses und das ist ein Genre, was ich gar nicht lese oder so. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Aber ich bin ein bisschen vom Thema so ein bisschen abgekommen. Also Coverkäufer, reiner Coverkäufer bin ich nicht. Und ich würde ganz klar sagen, dass der Inhalt wichtiger ist als das Äußere. Aber am schönsten finde ich, wenn es ja zusammenkommt. Schönes Äußere und tolles Innere. Elftens ist für mich wieder eine ganz klare Sache. Da wird nämlich nach digitale oder haptische Ausgabe gefragt. Für mich ist ganz klar die haptische Ausgabe die richtige Wahl. Ich verstehe die Vorteile vom digitalen Lesen schon, von E-Book-Readern und so weiter. Aber für mich muss es halt einfach ein Buch sein, was ich umblättern kann, was ich in der Hand habe und was ich dann zum Schluss ins Regal stellen kann und immer wieder hinausnehmen kann, dass man einfach was in der Hand hat. Ja, das ist gerade auch in der Hinsicht, dass ich eben auch toll gestaltete Bücher sehr, sehr liebe und auch sammle. Natürlich, ja, ist dann das auf jeden Fall klar, dass ich mich da für haptische Bücher entscheide und nicht für die digitale Variante. Zwölftens, gebraucht oder neu kaufen. Ich bin sehr pingelig. Ich mag keine Leserillen, ich mag keine dreckigen Bücher. Vergilbte Seiten sind für mich noch in Ordnung, aber sobald es irgendwie schief gelesen ist, Knicke oder Risse hat, ist das für mich nicht so schön. Und deswegen würde ich hier auf jeden Fall auch neu kaufen sagen, es sei denn, es gibt diese Bücher nur noch gebraucht zu erstehen. Und manchmal ist es auch schön, bei gebrauchten Büchern mal so ein bisschen zu stöbern, weil man da einfach auch noch mal so ein paar alte Schätzchen entdeckt, die gar nicht mehr so auf dem Markt sind und alte Cover oder alte Ausgaben zeigt. Und ich kann eben auch diesen Gedanken verstehen, den viele sagen, dass dieses Buch, wenn es durch viele Hände gegangen ist, irgendwie auch eine Geschichte hat, so ähnlich wie Antiquitäten irgendwie auch. Und dass Bücher nun mal Gebrauchsgegenstände sind. Ich verstehe diese Argumente und besonders, dass Bücher irgendwie von jedem Leser, der es in der Hand hatte, irgendwie etwas weitergibt. Diesen Gedanken finde ich total schön, aber ich mag es dann doch am liebsten, neue Bücher zu kaufen. Finde aber, dass es natürlich toll ist, gerade wenn man jetzt nicht das große Geld auf der Kante hat und aber ein Vielleser ist, ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Bücher auszuleihen oder eben gebraucht zu kaufen. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage und zwar bei der 13. Hier muss ich mich entscheiden zwischen online oder offline kaufen. Auch hier finde ich, hat es Vor- und Nachteile, online und offline kaufen zu gehen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde es schon offline sein. Also, dass ich wirklich in eine Buchhandlung hineingehe und dort stöbere, finde ich viel schöner, als am PC zu sitzen oder am Handy und so durchzuschauen. Aber online hat durchaus die Vorteile, dass man da eben Bücher entdeckt oder entdecken kann, die in Buchhandlungen halt eben nicht da sind. In Buchhandlungen sind eben die aktuellen, die neuen Bücher. Und alles andere und auch die Buchbranche ist eben sehr, sehr schnelllebig. Ein Buch ist wirklich schon alt, wenn es ein halbes Jahr alt ist. Und wenn es nicht gerade ein Bestseller ist, dann steht es vielleicht einmal noch im Regal und nicht als Stapel. Und wenn es schon über ein Jahr alt ist, dann findet man das vielleicht gar nicht mehr in der Buchhandlung, außer es ist jetzt ein Antiquariat oder so. Aber dann hat natürlich online den Vorteil, dass man da jedes Buch finden kann, wenn du in einer bestimmten Nische suchst oder wenn du bei Neuerscheinungen guckst, dann auch die kleinen Indie-Verlage und so weiter, die Self-Publisher da natürlich findest und da Schätze finden kannst, die du in einer Buchhandlung nie finden würdest. Einfach eben Nischenbücher, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber dich vielleicht interessieren. Also das macht schon Spaß, da auch zu recherchieren und zu suchen. Also ich mache beides sehr, sehr gerne
Und ja, in Buchhandlungen ist natürlich die Atmosphäre schön, besonders wenn es ja, eine tolle und hübsche große Buchhandlung ist, wo viele Bücher zu deinem Thema stehen. Aber es kann natürlich auch voll sein und du hast vielleicht nicht Ruhe dafür. Es ist zu warm oder wie auch immer. Hast nicht immer die Zeit, dahin zu fahren. Und ja, online steht dir immer zur Verfügung. Du hast die Ruhe zu Hause oder eben zwischendurch das zu machen. Aber so ähnlich wie beim haptischen versus digital würde ich mich hier auch für offline entscheiden, für das richtige Stöbern in Buchhandlung. Aber ich möchte hier wirklich beides nicht missen. Und zum Schluss bleibt mir noch andere Booktuber zu diesem Tag zu nominieren. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob diese das schon abgedreht haben. Ich würde mal die liebe Claudia von Book Butterflies nominieren, aber auch die liebe Annika vom Bücherzauber und die liebe Steffi von Lady of the Books. Ich hoffe, ihr habt das noch nicht gemacht. Falls doch, ist es so. Und natürlich auch jeden, der jetzt total Lust hat, diesen Tag zu drehen, den nominiere ich hiermit auch. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Ich freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.